Sehr, sehr interessant. Ganz, ganz hervorragend. Die Vielfalt. Auch sehr, sehr hochwertig. Wir lieben Donnerfrische. Super! Was gibt's denn Schöneres? Das waren sie. Eure Perspektiven 2020. Intensiv, auf den Punkt, konzentriert und mit Weitblick. Es begrüßen euch Nathalie Schmidt und Markus Hint zu diesem Potpourri aus Wirtschaft, Finanzen, Dasein, Politik. Die Perspektiven 2020 sind wie jedes Jahr für Donner und Reuschel die wichtigste Veranstaltung, um mit unseren Kunden und auch Interessenten am Bankhaus in Kontakt zu kommen und verschiedenste Themen zu analysieren und zu besprechen. Und dabei ist unser Ansatz der, eben nicht nur auf die Kapitalmärkte zu schauen, sondern alle Themen aufzugreifen, die unsere Kunden zurzeit bewegen. Und das sind angefangen von Digitalisierung über Klimawandel, demografische Effekte, ein Potpourri, und die versuchen wir alle auf den Perspektiven zusammenzubringen. Muss ich als Unternehmerin immer weiter informieren. Umfasst alle Bereiche. Insofern ist das sehr wichtig für mich. Also ich finde es super, dass Donner und Reuschel das macht. Und man sieht es ja, wie wahnsinnig viele Leute hier sind. Das hat mich tatsächlich auch etwas überrascht, dass es so voll ist. Es scheint der richtige Weg zu sein. Und ich glaube, dass es auch ganz gut ist, sich am Anfang des Jahres mal zu informieren. Was gibt es für Trends? Was ist neu? Ändert sich das Zinsniveau jetzt endlich mal oder dann doch wieder nicht? Wichtige Fragen, die gerade für den Einzelnen auch in seinen wirtschaftlichen Aktivitäten sehr, sehr bedeutend sind. In diesen Zeiten gilt es, sich den Bedingungen anzupassen. Das bedeutet, weiter rausgehen in der Risikostruktur und zum Beispiel auch vermehrt Aktien in Betracht ziehen. Oder wenn man im Zinsbereich bleiben möchte, gerne auch in andere Regionen und Länder schauen, wie zum Beispiel die Schwellenländer. Es geht um soziales Miteinander, es geht um neue Möglichkeiten, sowohl Geschäftsmodelle zu entdecken, als auch sich füreinander zu interessieren. Und wie wir das hier auf der Veranstaltung sehen können, machen wir das doch verschärft mit allen Sinnen und auch in der Zukunft. Perspektivenveranstaltungen von Bankhaus Donner und Reuschel, die geben meiner Meinung nach auch wirklich Perspektiven und ja auch irgendwo Orientierungspunkte für das gesamte Jahr 2020. Donner und Reuschel hat erkannt, dass auch die Bienen ein sehr wichtiger Bestandteil in unserer Natur sind, auch in der Gesellschaft. Und unterstützt uns Imker jetzt mit Partnerschaften, um die Leute zu sensibilisieren, um das Thema in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Also die Atmosphäre ist sehr, sehr entspannt und locker, dennoch sehr, sehr hochwertig im Andershotel. Bietet natürlich einen perfekten Rahmen dafür. Und man merkt, es gibt sehr, sehr viel Austausch untereinander und auch ein reges Interesse für uns. Wir haben 222 Jahre Tradition, denken aber nach vorne. Und wir sind stabil, wir haben starkes Kapital, wir haben viel Vertrauen unserer Kunden, das ist das A und O. Und wir haben ein starkes Team. Und mit dem starken Team zerbrechen wir uns den Kopf, damit der Kunde keine Kopfschmerzen kriegt. Politik alleine kann nicht jeden Tag jeden einzelnen Bürger erreichen. Und ich habe deswegen bei der Veranstaltung zugesagt, weil eben da nicht die Bedenkenträger im Vordergrund stehen, sondern diejenigen, die einen Gestaltungswillen haben. Und dann sind ja hier wieder so viele eingeladen, die auch Multiplikatoren sind, und auf die setze ich. Ich glaube, viele Menschen, viele Zuhörer heute hier kennen so im Abstrakten die Positionen der Parteien, der verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten zu bestimmten Themen. So eine Podiumsdiskussion bietet aber die Gelegenheit, sozusagen die Kandidaten ganzheitlich nochmal zu erfassen. Wie reagieren sie in bestimmten Situationen? Wie authentisch sind sie? Deswegen glaube ich, dass die, die hier waren, schon jetzt mehr Klarheit haben hinsichtlich ihrer Wahlentscheidung hinterher.
man kriegt hier schon ein paar Anregungen und eine klare Sicht auch auf die Dinge. Ich hatte jetzt hier drei Workshops mitgemacht und fand sie ganz, ganz hervorragend. Es war einfach toll, noch so viele neue Aspekte mitzubekommen, so viel lernen zu können, so viele Anregungen zu kriegen. Also ich muss sagen, insgesamt eine hochkarätige Veranstaltung der Donner und Reuschel Bank. Ja, ist nun unser Blick analytisch-optimistisch Richtung Morgen gerichtet. Um dynamisch zu bleiben, konstant und in Wandlung. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, immer Rücksicht zu nehmen auf die Ganzheit Mensch. Und zu verstehen, dass wir heute nicht mehr eine kapitalistische Gesellschaft haben und keine Parallelgesellschaft, sondern das Ziel der Zukunft ist die vernetzte Individualisierung.